Servus TSG-Fans, der Nils hier. Ich nehme euch heute mal mit hinter die Kulissen eines Bundesligaspieltags der TSG. Und welcher Spieltag eignet sich dafür besser als der gegen den Rekordmeister, gegen den FC Bayern München? Ich bedanke mich. So, Freunde, 2,5 Stunden noch, dann geht's hier los. Wir sind zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauft. Ich freue mich auf eine grandiose Stimmung. Hi, Gentlemen. Gentlemen. Servus. Gerade eben haben wir die Mannschaftsaufstellung geschickt bekommen. Die bereiten die Kollegen jetzt gerade für die Social-Media-Kanäle vor und für die Ausdrucke hier für die Pressevertreter vor Ort. Luca Reschma, 27, André. Und wir werfen jetzt mal einen Blick in die Kabine. Normalerweise könnte man jetzt ja meinen, 3 Stunden vor Spielbeginn, damit wären wir die erste Abteilung der TSG hier am Spieltag, aber mitnichten, denn unser Zeugwart-Team ist schon 4 Stunden vorher da und bereitet das hier für die Mannschaft vor. Was schmeißt du da rein, Timo? Das Spaßkabel. Vorm Spiel? Ich trinke die Spieler vorm Spiel in der Regel. Für die Hauptstadt haben wir das Powercard. So, Freunde, ihr hört's, die Mannschaft ist da. Ich habe mir mal kurz den Jens, unseren Twitter-Admin, geschnappt. Jens, was postet ihr jetzt noch bis zum Anpfiff? Ja, ich muss halt jetzt gucken, ich habe es wieder nicht in Kader geschafft. Verstehe ich nicht, aber jetzt muss ich halt wieder Social Media machen. Vielleicht kommt Olli raus zum Warmmachen, dann die Jungs und dann geht's los. Alles schön behind the scenes für die Fans. Maschine? Die Stimme des Stadions. Mike Deal. Mike. Hey, gebt alles heute, gell? Wir brauchen euch. Ich wollte euch natürlich kurz vor Anpfiff einen Blick nicht vorenthalten, nämlich den von unserer Pressetribüne. Da sitzen nämlich die Kollegen und begleiten das Spiel. Versorgen euch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, natürlich immer mit den aktuellen Spielständen. Und jetzt geht's los. Überhaupt nichts verloren. Das können wir auf jeden Fall noch drehen. Die Kollegen von Sky drehen auch, und zwar ein Halbzeitinterview mit Kevin Vogt. Deswegen holt Jörg ihn jetzt gerade und bringt ihn dann gleich zu Torben Hoffmann. Thank you.
sind meine Kollegen schon dabei, die Interviewpartner für nach dem Spiel zu diskutieren. Gefragte Gäste wie immer, Olli Baumann, Richard Römel. Wen haben wir noch? Wer ist noch gewollt? Gefragt? Akko und Scoffi stehen auf dem Zettel, auch wenn Ruth euch den nicht zeigen will. Spiel ist aus. Wir hätten euch gerne ein anderes Ergebnis präsentiert, aber es war kein schlechtes Spiel. Haken dran machen und nächste Woche wieder angreifen. Sonst hättet ihr verloren? Nicht so wirklich, oder? Wir wollen gar nicht heim. Es tut uns gut. Drei Stunden vor Spielbeginn begann unser Arbeitstag. Jetzt, knappe drei Stunden nach Spielbeginn, ist zu Ende. Es ist 18.30 Uhr, die Pressekonferenz ist durch, die Interviews sind durch. Die Mannschaft stärkt sich jetzt noch ein bisschen, fährt dann zurück ans Trainingszentrum und dann geht's ab morgen in die Analyse. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, wie die Medienarbeit an so einem Spieltag läuft. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch interessieren würde, was ihr gerne sehen würdet, wo wir euch noch mehr mit hinter die Kulissen nehmen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.